Leute, Hava mochten wir, gell? Ja. Ich mochte sie auch. Sie war mal was anderes in dieser ganzen Frauen-Rap-Schiene. Und jetzt kommt nagelneu. Wie haben wir den Titel genannt damals? Ich kann mich nicht erinnern. Frauen-Rap der Zukunft. Irgendwie sowas, ja. Ja. Auf jeden Fall. Weil wir hatten uns damals gedacht, ey, das hat so viel Potenzial. Achso, ja, sorry. Auf jeden Fall, Hava's back. Nagelneu. Und wir reagieren jetzt drauf. Ich hab richtig Bock drauf, sag ich dir. Ja, Mann. Ich auch. Richtig Bock. Vor allem, weil es so gehypt wird. Shirino und Hava? Nee, aber auch so. Von gehypt. Ja, Hava hat bis jetzt immer eigentlich Gutes abgeliefert. Ja, das. Ja, deswegen, lass rein noch. Aber der Hype bleibt nochmal. Was finden ihr in der Videobeschreibung? Und zwar unser Instagram und unseren Twitter-Account. Leute, checkt das Ganze ab und seid mit wollen dabei. Wir ja. Mach wollen wir? Play. Wollen wir starten? Qualitätscheck, ne? Ah, ne. HD, wow. Hält mal die Maus an, Digga. Ja? Passt schon. Was machst du? Ich hab's. Die Schnellsten dabei, ja, ich. Du willst, dass ich verzeih, ich will, dass du bereust. Jetzt willst du, dass ich bleibe, aber nein, bei mir zu stolz. Denkst du echt, es fällt mir leicht? Zu oft, dass du enttäuscht, werde dir niemals verzeihen, aber du wirst es bereuen. Ja, mein Leben. Sorry, ich muss jetzt Stopp drücken in 3 Sekunden. Hey, mega guter Sound bis jetzt. Ihre Stimmlage ist ja sehr mega. Schön. Das kannst du als Thumbnail-Bild ja, nehmen. Wirklich. Was ist das für ein Thumbnail? Geh mal weg. Hör auf, du der Scheiß, Alter. Ich weiß nicht, was ihr bis jetzt rausgehört habt. Bis jetzt hat ihr ja noch gar nicht wirklich. Aber ich mach den Sound. Rein mit dem Sound. Nur den Sound. Nicht auf Text bezogen, nur der Sound. Die Stimmlage war sehr angenehm. Mega. Es war. Ich mag es, wenn Frauen so tief singen können und dann auf einmal so in die Höhe schießen. Ja, mach mal. Mach weiter. Wir wollen immer 5 Sekunden. Nein, jetzt. Ich werde dir niemals verzeihen, aber du bist es bereut. Melodie. Also ich mochte den ersten Teil vom Refrain jetzt lieber, der wo es eingegangen ist, aber ey, die sieht so fresh aus in diesem Musikvideo. Ja, hier sieht die fresh aus. Ich hab dazu viel zu sagen. Aber ja, ich auch, aber ich kann es noch nicht so ordnen. Warte mal. Oh, kein Eis in der Chain, Kette im Blick, Augenblau, deine Show war das Such der Soleil, für den kurzen Moment wie ein Traum, deine Worte waren wie ein Palast, deine Taten waren nicht mal ein Haus, sagtest so oft, ich hole dich ab, aber warte bis heute darauf. Okay, das war jetzt das ganz cool. Das, stark. Die Strophe ist ja, nice. Die Strophe sitzt auf dem Punkt, genau. Boah, ja. Das war krass, Digga. Jetzt, was weiß ich auch mit diesem Tiefen. Ihre Stimme ist so angenehm. Danke. Pre-Chorus. Ich muss Stopp drücken. I'm sorry. Jetzt haben wir die gerade genockt. Ja, Mann. Die Ausdrucksstarke. Die Ausdrucksstarke, aber. Hinten ist so, keine Ahnung, wie nennt man das? So Harry Potter-like, wie der so aussieht. Okay, ja, ein bisschen. Hast du denn der spielt einfach nur Klavier. Aber Harry Potter-like mit dem Schal. Der hat einfach nur einen Schal. Oh mein Gott. Der Schal. Hey. Ich kenne das Lass sogar schon. Ich war sogar da drauf, wir haben da 4 Feuer gehabt. Jetzt will ich das hören. Schnauze. Alles wird gut. Ja, ich weiß, dass alles gut wird. So, aber. Das schauen wir mal. So merkwürdig aus. Auf 20, go. Alles Reboot, Eiskaltanzug, von dir mehr als genug. Deswegen wurde dein Fluch. Die Fenster sind verdeckt durch Jalousien. An das Haus, in dem wir lebten, ist so leer wie eine Prärie. Kann dich deine nicht sehen am Nebel.
ausdrücken. Ah, ich habe noch viel zu sagen. Also heißt viel, aber ich will noch unbedingt was sagen gegen Ende. Ich bin mega Fan von ihrer Stimme. Ich mag die richtig. Krass. Das ist so schön. Das ist so gut, gell? Der Pre-Chorus ist sehr nice. Mhm. Sieht so hübsch aus in dieser einen Szene, der so ein nice Style. Das ist so Gucci, oder? Ich hab keine Ahnung. Die gehört sich, ey. So, jetzt sage mal was dazu. Wow. Endlich. Also ich will damit anfangen. Ich sag dir ganz ehrlich, als ich den Refrain, das ist wirklich den Refrain, gehört habe, dachte ich mir, oh nein, in welche Richtung geht das? Wirklich, ich dachte mir das. Mhm. Aber... Der, also rein inhaltlich, soundtechnisch hat es mir sehr gefallen, rein inhaltlich nur. Dann aber, als der Inhalt der Strophen kam, konnte ich den Refrain nochmal anders verstehen. Weil das hat nur, so ein paar Dinge haben sich geändert, aber in den Strophen ging die nochmal auf vieles Persönliche ein. Und das Refrain war so relativ oberflächlich. Und dann fand ich den aber passend so. Mhm. Ich fand den nicht schlimm. Also was heißt, nee, ich fand den doch generell künstlerisch einfach gut gemacht. Mhm. Hat sich gut gemacht, übelst. Ja. Wäre die Strophe nicht da, hätte ich das wahrscheinlich nicht so gefühlt. Ja. Was meinst du? Recht. Sag nochmal du, ich mach glaube ich Thema auf. Mach kein Thema auf. Ich fand, ich habe den Refrain, also wirklich den Refrain selbst am Anfang gar nicht gefühlt. Das war nicht so mein Sound. Strophen richtig nice, Pre-Chorus mega nice. Und den dritten Refrain habe ich dann doch gefühlt, aber erst beim dritten Anlauf. Komm, mach den Fass auf. Ist offen. Guck mal, das waren ja auch so, die anderen Songs von ihr waren ja auch so Richtung Liebe, Ex, so ein bisschen fertig machen und so ein bisschen traurig und so in die Richtung, ne, die anderen Songs. Jetzt außer diese zwei draufgängerischen, ja. Aber so von ihrer Story, was sie jetzt so preisgegeben hat. Ja. Das war mir gerade, also das ist mir so ein bisschen so bling bling vertuschen mit Gucci und hier und da und alles neu, aber so mit materiellem neu, ne? So, das ist irgendwie nichts neu, so was, ja, keine Ahnung, das toucht mich einfach nicht, weil es einfach nicht authentisch ist für mich. Ich fand's gerade authentisch, gerade deswegen, gerade weil die in den Parts... Oder? Anders gemalt ist. Nein, anders nicht musikalisch. Mann. Nein, ich rede ja auch rein nur vom Inhalt. Ja. Gerade weil sie ich in dem Part nicht, ich so... Ich hab deine Begründung gerade nicht so ganz nachvollziehen. Ja, ich fand sie auch nicht so schlüssig. Ich hab was ganz anderes gedacht und während Mist geredet hat, Junge, meine Gedanken sind so verloren gegangen. Digga, unfassbar. Das sieht man dir aber manchmal an. Ja, wirklich. Ja? Wenn deine Gedanken so lost gehen. Meistens, wenn ich rede irgendwie, gell? Unglaublich, wenn du redest, Digga. Ich merke, dass die immer wieder anzünden. Und dann Gedanken weg. Ein Argument nach dem anderen geht gerade flöten. So, und ich so, fuck, das, was noch übrig ist, ergänzen durch Gedankeneinfluss. Oh Mann, und dann kommt so ein Kack mal raus. Naja, okay, warte mal. Warte, überleg mal kurz und vielleicht schneide ich das noch rein. Oder machen wir ein cringiges Ende jetzt? Nein, kein cringiges Ende. Überleg, ich gebe dir noch eine Chance. Lass mich überlegen. Lass mal kurz ab der Mitte nochmal einfach laufen, so sinnlos, ohne Aufnahme. Kann ich auf den Kopf achten? Also der Teil ist so gut, ja, einfach. Ja, weißt du was? Lass einfach laufen, react jetzt nicht. Das ist eine schutzige Welle, der Akteure. Ja, okay, guck, nein, nochmal. Also, die Strophen an sich, okay, da habe ich alles nachvollziehen können. Aber der Refrain ist so, finde ich, banal und sinnlos. Alles wird getauscht, die Uhr, der Benz, der... Was? Ja, das habe ich ja auch gesagt. Genau dasselbe habe ich auch gesagt, aber ich finde es nicht schlimm. Gerade deswegen, weil alles jetzt auch nagelneu ist, die beschreibt doch die Situation.
Ich glaube, das ist so metaphermäßig so dafür. Das ist richtig gut. Unfassbar, Digga. Dann kommt noch jemand. Artikel gesessen. Scheiße. Ich konnte gerade gar nicht auf dich eingehen. Also, dieser Geruch kam gerade so schnell. Weißt du, ich glaube, wir sollten diese Reaktion beenden. Nee, jedenfalls. Ja, komm. Gerade komm. Deswegen, weil sie. Megan. Muss doch sagen. Ja, das ist eine Metapher. Zauber etwas daraus, Zauber. ja, die glatte Rohversion noch. Zauber, ein schönes Ende, bitte. Achso, rein vom Vibe her, was den Vibe hat noch? Ja, denkst du, wie das andere Nemo, ja. Kein Schlaf, oder wie ist kein Schlaf. Mann? Rein von dem Ausrastding hat es diesen Vibe auch. Na, egal, das war die Reaction. Egal. Aber ich mag das Lied. Ich auch. Okay, Leute, das war's mit der Reaktion. Unter Masons Kopf findet ihr das nächste Video von Ava. Außerdem, wir haben in der Videobeschreibung Telegram-Gruppen. Da könnt ihr beitreten und mit uns unser Programm bestimmen. Das war's. Wir sehen uns zu der nächsten Reaction. Tschüssi.